Wir befinden uns hier vor dem Gebäude der hellenischen Gemeinde in Berlin, Steglitz. Und hier sind 20 deutsch-griechische Vereine ansässig. Hier findet sehr viel Kulturarbeit statt, Integrationskurse. Und dieses Haus ist in Gefahr. Es soll nämlich verkauft werden für 2,8 Millionen. Und ich als Abgeordnete und wir als Linke setzen uns dafür ein, dass das griechische Kulturzentrum erhalten bleibt und dass das Land Berlin das Haus ankauft. Und des Weiteren braucht es dringend Milieuschutz hier genau in der Mittelstraße, um Verdrängung wirksam zu begegnen.